Okay, du bist auch wirklich geil. Du bist ein bisschen Elton John auch. Ja, das ist meine Elton John-Brille aus Istanbul für 5 Euro. Ich will eigentlich nicht, dass jemand sieht, dass ich kochen kann. Weil ich sage immer, ich kann nicht kochen, damit alle für mich kochen. Erst mussten wir natürlich die Mutprobe bestehen, die geheime, um aufgenommen zu werden. Aber haben wir. Und ich wollte noch mal sagen, ich würde auf jeden Fall wiederkommen. Wirklich nicht schlafen, das ist wie so vor der Einschulung gewesen. Nein. Ich meine, jetzt schon, das hat doch gar nicht angefangen. Leute, ohne Witz, es ist einfach so geil hier, dass ich manchmal nicht weiß, ob ich im Himmel bin und schon tot. Ja. Leute, das ist wirklich Sünde. Von dem man denkt, man würde sie irgendwann brauchen. Ein paar Sekunden spät. Ist da was? Alle, die nächste Premiere steht an. Das ist deine auf jeden Fall hier auf der Bühne. Ich gehe nach Hause. Alle ist am Start? Ich bin am Start. Alright. Ja, ja, ich hoffe, dass, ja. Ja, das gefällt. Okay, kein Problem. Kein Problem. Ich freue mich. Okay, okay. Was? Weißen Kehlkopfgesang. Dieses Gesangsart, die man damals immer, also wenn wir geerntet haben auf dem Land, das hört sich an, als wäre ich vor 100 Jahren groß geworden. Das ist eine traditionelle Tracht, aus dem ich ein Kind bin, deswegen passt sie auch überhaupt nicht mehr. Ich kann auch nicht atmen. Auch das übersetzt sich. Jemand wie dich verdient hat. Einfach nur ihre Stimme und, ach, kannst auch Klavier und Gitarre ausmachen. Ich bin auf jeden Fall drei Engel für Charlie, ist so geil. Oh, ich finde uns ganz, putzig. Was ganz anderes ausgedacht. Ja. Nee, nein. Nicht so, wie du denkst. Nicht nackt auf einem Bein? Nicht nackt auf einem Bein. Ganz klar. Wenn wieder so ein neuer geiler Disney-Film rauskommt, du musst einfach dafür die deutsche Version singen. Krass, ich schwebte einfach gerade. Ey, ich habe den Song auch probiert zu singen. Ich so zu Hause. Problem ist genau in meiner Range. Können wir eine Oktave tiefer setzen? Das Ganze. Die neue Oper, was geht? Ja, Mann. Und wirklich so. Ich umarme gleich die ganze Welt, wenn man irgendwie von einer Hausparty zur nächsten gelaufen ist oder zum Club und so dachte, was geht? Und das hatte ich gerade wieder voll. Aber ich muss auch sagen, in dieser Zeit hier mit euch allen habe ich das auch krass. Party ohne Haus. Mess, wie es war, kalte Nudeln mit Ketchup. Du wirst mir. Was denn jetzt mit euch? Wollte ich dich irgendwie direkt gesehen, wie du unter so einem Sternhimmel sitzt und auf einmal tat sich so eine La La Land Welt auf, und Ryan Gosling kommt und nimmt einen in die Arme und man tanzt irgendwie unter den Sternen. Es kommt schon fast gar die Sterne. Es ist ein. Are you ready? I'm ready. Ja, was gibt bei euch so? Ich muss schon ein bisschen grinsen. Ist das nicht komisch? Nein. Nein. Das ist wie aus einer anderen Zeit. Ja, ich hatte keine Gästeliste. Einfachen Melodien direkt so ins Herz zu schießen. Du sagst immer, ich hab keine Zeit für dich. Es ist kurz vor. Das schmeckt mal im Büro leid, wenn jemand geraucht hat. Nicht so geil beim Küssen, aber da schmeckt sogar noch das Rauchen geil. Gut. 19. Root. Das ist mit der Nummer, diese Root, die ihr aus Filmen mal kennt. Ihr wisst schon, in Amerika, wo ich die Nummer vergessen habe. Kann jetzt mal jemand diese Nummer sagen von dieser Root? Root 66, warum habe ich denn 99 gesagt? Root 66, genau. Er soll sich fühlen wie in einem Cadillac mit einer Zigarette, Root 66. Und ich rappe so unfassbar schlecht, dass wenn ich anfange zu rappen, man mir nicht glaubt, dass ich mit Musik irgendwie schon mal in einem Raum war. Süßen. Na? Geht's euch gut? Oh, Scherz. Wieso hat unsere Mikros vertauscht? Nein, es war vertauscht, bei mir schon. Dann sabotierst die Sendung, ne? Scherz. Sie schreibt Geschichte und nicht nur Songs. Trotzdem hofft sie, dass ich bald ein für sie schreibe. Den würde ich sofort nehmen für mein Album. So einfach geil. Ein geiler Song. Ey, mir ist richtig so. Du kriegst doch GEMA. Ich wollte ein bisschen sexy sein. Yeah. Hot.
Ich liebe saure Gurken. Ey, auch. Ich lieb's. Weil wir aus dem Osten kommen. Okay. Spreewälder, ne? Ich. Die machen auch richtig gute Salz-Dill-Gurken. Polnische machen die auch gut. Was bist du für ein kranker Sänger? Nein. Was bist du für ein kranker Sänger? Ich habe in so einer Bar, die so SM-mäßig ist, gearbeitet. Und in Krankenhäusern Tische gedeckt und geputzt. Ja. Im Kreissaal. Krass. Was man halt so macht, wenn man Musik machen will. Alter, wir brauchen einfach wieder ein Rock-Silbermond-Album. Ja. Eine sehr schöne, unerwartete Liebesgeschichte. Das ist mein Interview, Herr. Als Einzige haben das in der Tat. Ich habe mir ganz, ganz viele Klüsen-Fans. Einhorn ist da die ganze Zeit auf jeden Fall, wenn dann Klüsen. Doch alle einen Klüso-Crush, oder? Darauf können wir uns einigen. Auch mit einem dort. Ja. Sogar mein Hund steht auf Klüso. Könnt ihr Klüso fragen, ob er auch in mich verliebt ist? Ja, ist klar, Marklas. Danke. Schon wieder. Ich hab den Text wieder geschmeckt. Ich halt einfach ab jetzt drauf, ich rufe dich einfach an, spreche mit dir, wenn ich Schreibblockade habe und bin so, ja, wie geht's dir? Danke, tschüss. Wenn Lea singt, dann kommt immer so irgendwie für mich so die tiefste, schmerzvollste Art und Weise, weil du ganz nackte Art zu singen und ich war bei Herr der Ringe, wenn Galadriel da irgendwie so auf Elbe spricht, auch noch so feenhaft aus. Galandrei, Elda. Ich so, ja, ich geh ins Licht oder ins Dunkel, wohin noch mal, aber dahin. Nur einmal in Paris zum Umsteigen im Kaffee, aber so gefühlt, als würde ich es kennen. Und okay, jetzt muss ich ganz genau aufpassen, was ich sag. Also auf jeden Fall einer meiner allerersten Deutsch-Musik-Crushes. Ich dachte so, ey, Liebeslied für Clouseau singen, von ihm, für ihn, kann ich dich nicht mehr angucken. Hör auf! Der Song ist einfach wunderschön, wie er ist. Ich guck so. cringy. Einfach mal gerade. In Paris nur einige Stunden zum Umsteigen. Aber vielleicht möchte Clüsen ja mal mit mir nach Paris fahren. Ach so, wirkt das flirty? Das war nicht flirty gemeint. Ist doch flirty gemeint. Aber nicht falsch verstehen, ne? Das ist vorbei. Also, ich bin jetzt... Was? Du hast gesagt, musikalischer Crush hast du gesagt. Konnte genau. Man nicht falsch verstehen, leider. Nur musikalisch. Dann noch mal mit mir geschlafen. Im Schatten der Kulisse hab ich nur selbst gedreht. So, jetzt darfst du mich nie wieder angucken in der Sendung. Okay. Aufgießen, Cowboy-Kaffee nennt man das bei uns in Polen. Was für ein Cowboy-Kaffee? Die Bohnen rausholen, mit meinen Zähnen zerkauen, in eine Tasse spucken und mit heißem Wasser aufgießen. Ich weiß noch genau, wie ich Musikvideos von Clouseau als Kind gesehen habe, auf MTV. Und sie dachte, der ist bestimmt so nett, als schon krass verliebt. Und natürlich immer noch ein bisschen Meilenstein in der Geschichte der Ali Neumann. Engtanz mit Klüsen. Star-Tanz, Ballabend und... Aber du nimmst kurz vor erstem Absturz. Nach hinten und geschlafen wie ein Babystein, also wie ein Baby und fest wie ein Stein. Gerade einen Kaffee von Clüsot bekommen, hat er mir nur im Handtuch gekleidet, serviert. Wie soll es mir gehen? Ne? Mir geht's genauso. Ihr hoffentlich auch. Wenn sie einfach so pusst. Guten Morgen. Was geht, ihr Hunde? Halt dein Maul! Ja. Sag nicht, dass du den kennst! Halt dein Maul! Wieso kennst du das? Ich habe 3 Tage lang versucht, nicht zu fluchen. Das war scheiße unerfolgreich. Also meine natürliche Droge. Die Zeit ist vorbei. Komm, let's go. Komm, oh mein Gott. Du bist Songwriterin, Instrumentalistin, Sängerin, Schauspielerin, Aktivistin. Du bist einfach alles. Ich mache auch noch Hausausräumung, Besen rein. So. Also, ich glaube, dass vielleicht mein Banksachbearbeiter das heute gucken könnte. Und ich brauche demnächst einen Kredit. Und ich wollte, dass es zurechnungsfähig aussehe. Ich würde sagen, meine Musik hat... ist roter Faden los.
Alles andere haben wir nur eingelegt gegessen, deswegen sind die eingelegten Gurken auch immer ganz schnell weg. Man hatte dann irgendwie so in Papier Käse oder Wurst oder halt so Fische und hat dabei immer so, hat gestern immer so, not so, not so the movies, not yeah. Ali, geht's dir noch gut? Ich glaube ja. Digga, bin reif, so wie Pamela, Homie von Freunden, Scheile ab. Diese High Notes, meine Herz, aua. Okay, Leute, ich hör auf zu reden. Ich hör einfach nur zu. Und ich muss noch einmal genau den ganzen Freestyle lesen. Den Rap meinst du? Den Rap. Rap, natürlich, war nicht gefreestylt. Hättest du jetzt verkaufen können als Freestyle? Hä? In Nordfriesland, da gibt's nichts. Kann ich dann entscheiden, ob man, keine Ahnung, sich einen hinter die Kippe bindet oder kifft oder Musik macht. Und ich habe mich dann für alles entschieden. Ich meinte, hast du eigene Lieder? Ich so, ja, war eine Lüge, aber dann habe ich ganz schnell... Von dem Witz. Klingt für mich hitmäßig. Oh, könnt ihr haben, alle. Also erst einmal habe ich die Gelegenheit genutzt, um allen zu sagen, was ich von ihnen halte hier nochmal. So raus. Puh, erzähl mal was zu dem Song. Ich kann ja nicht so auftreten, so kann ich ja nicht stehen, warte. So. Hi, Leute. Ja? Redet zu viel, ne? Es kommt. Du musst ihn auch ein bisschen treffen. Das ist richtig kibbelmäßig. Wie bei Tekken früher. Ja, von deiner Ali-Welt mitgebracht. Hä? Da wollen wir ein bisschen rein. Was? Check mal bitte diese Klobrille. Kannst du was zu dem Song sagen? Ich kann zu allem was sagen, habt ihr doch gemerkt. Sachen, die mir Leute gesagt haben, ich nicht machen kann als Frau. Und ich dachte mir so, nein, ich mache alles heute an einem Tag. Und ich kann Richterin werden und ich kann Footballspielerin werden und ich kann dein Vater werden. Hallo, liebe Zuschauer da draußen, sind Sie eine Dauerwerbesendung. Was mit jemandem ist vorbeigegangen, lag eindeutig natürlich nicht an mir. Habe ich mich so gefühlt wie in so einem Western. Ich war wirklich so... Diese Stammkneipe ist zu klein für uns beide. Ich kann das sagen, einfach geil. Du bist einfach hot. Du bist einfach Coolness in Person. Oh. Ey, solltet alle bestäubt sein, auf jeden Fall, von der Protea, mindestens. Ansteckender als die dritte Variante, Corona. Ich bin dir so, hier würde ich heute die Prothese geben. Ich habe alle Eiweiße in meinem Körper zersetzt heute. Ich wollte mich eigentlich zusammenreißen und wollte so tun, als wäre ich ein normaler Mensch. Glaube ich nicht gelungen. Stimme, ich will zurück in die Gebärmutter meiner Mutter. Direkt nach der Show meiner Gesangslehrerin getickert, ich so, ich komme bald vorbei. Hast du einen Monat Zeit? Der Räudige sieht immer aus, als würde er frisch aus einer Maske kommen. Gerne morgens schon aussehen, wie frisch aus dem Ei gepellt. Die neue Foundation von... Neumann Cosmetics. Ich verdiene Geld, du kriegst ein bisschen Geld für Werbegesicht. Nico Santos hat sich einen Finger abgeschnitten. Ja, das war der Klavierfinger. Kann ich den haben? Und so. Legende. Nein. Geil, Leute. Er hat so geguckt, als würde er gucken, wer von uns guckt. Ja. Ich trau dir nie wieder. Wir alle holen mal unser bestes Englisch raus. So, this is super, the song von Nico Santos. Er hat sogar die Jacke ausgezogen, Nico, also jetzt. Oh. Ich wollte aber als allererstes sagen, dass ich nicht als nächstes spiele. Hä? Und mit so viel Energie und dann auf einmal wieder so fragil und dann wieder, ich poliere dir die Fresse und dann wieder, es tut mir leid. Dieser, du kannst auch nur einen Ton singen und wir sind alle hinter weg. Und wenn du dann noch einen zweiten singst, dann ist immer schon gezählt. Mach so wie ich letzte Woche. Ich habe auch einfach abgezählt. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, der ist zurechnungsfähig. Der ist total zurechnungsfähig, der Johannes. Der könnte alles. CEO von Geschäftemacherei. Du lebst. Du bist so süß. Hör auf. Noch Dokumentation über das alte Ägypten und Mesopotamien geguckt. Gurken eingelegt. Hast du Bock? Ich bin aufgeregt. Wir sind in Ears, okay. Ah, nein, das ist der letzte Überraschungssong, den ich singe. Das ist ganz traurig. Gibt es nur, wenn du performst. Also. Ich habe mich so lange nicht bewegt in der Pandemie, weil ich nicht gelebt habe. Super geil. Hab das von dir gelernt. Also,
nicht, wie die Band das probt, ohne technische Geräte kaputt zu machen. Ich finde, die wird immer so viel weinen, dass ich mir die Sicherung Klavier durchbrennt. Wasserschaden. Liebe Grüße an meine Eltern, ich hab euch auch lieb. Ja. Ich glaube, ich krieg meine Tage. Oder die Musik ist wirklich gut. Ich hab dich nicht mehr zu verlieren. Ich habe jetzt schon eine südafrikanische Staatsbürgerschaft beantragt und Deutschland soll ohne mich klarkommen. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Ey, und einfach mit ihm zu bluesen und dann versuche ich auch einfach cool und locker neben ihm zu sein und nicht so verkrampft und angespannt. Ich habe ganz viele Leute von euch ins Herz geschlossen. Und ganz viele aber nur, also nicht alle, aber... Boah, das ist auch ein Satz, Alter. Was für ein Rockstar du bist. Nur für deine Mutter. Verkrampften Stare. Blick, ne? Mit der Band zu spielen, muss ich mal sagen, ihr fetzt einfach uns an die Fresse weg hier, echt. Ich war Aua. Einfach ein Aua-Moment für mich. Geht noch reden. Höher, ich war nur so. Nee, ich komm nicht so tief wie alle, das ist krass. Und das hat. Dein Blick ist so geil. Mach mal den Mund zu, ey. Sieht man das total, wenn dir was. Heute ist meine Chance, um Clusos Herz zu erobern. Und ich werde die Rose wegkriegen. Ne? Ja. Und dann noch mal. Mit mir geschlafen. Genau. Aber jetzt kann ich auch wieder nicht zu dir gucken. Eigentlich nervt er mich. Ja. Aber wenn er singt, dann ist geil. Wenn er redet, dann hört's auf. Sagt ihr das? Ja, auf jeden Fall. Mein Osten. Tollen! Ihr Geilen! Ihr Geilen, Tollen! Ihr Tollen, Geilen! Oh,